keine Magazine. Wir haben doch... Ach, komm mal her. Wo bin ich denn? Ich hocke... Oh, das ist nicht gut. Okay, das war sehr merkwürdig. Alles klar. Feuer frei. Ich hoffe, meine Kollegen schießen nicht wie wild in die Barrikaden. Das sieht gut aus. Ah, Schrotflinte. Ich wollte schon sagen. Irgendwie war das alles ein bisschen zu heftig aus. Gut, das war's anscheinend. Wie geht es mit den Reparaturen voran? Rachni-Schwarm nähert sich. Mein lieber Garrus, wie wär's, wenn du da drüben bleibst? Und Tali, du könntest weiterhin da bleiben. Dann bleibt Garrus und Tali in Verteidigungsstellung. Was für Reparaturen eigentlich? Hä? Wieso sind die Geschütze eigentlich nach oben gedreht? So ein Mist. Den eingeschaltet lassen. Was ist mit den Geschützen? Ich kann noch gar nichts machen. Wo muss ich denn hier? Ich muss wahrscheinlich nur die nächste Welle abwehren. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. So, das sollte eigentlich nicht so lange überleben. Nein, voll verfehlt. Alter Schwede. So schlecht. Also. Oh, ich bin an der falschen Stellung. Fällt mir gerade mal ein. Auf. Da ist einer. Okay. So. Merkwürdige Wesen. Hat sich echt eine Mühe gegeben, irgendwas ziemlich Hässliches zu entwerfen. Und hat es ganz gut getroffen. Ups. Ja. So, wunderbar. Oh, ich könnte mal Tali wiederbeleben. Sie ist auf Position und geht hoffentlich in Deckung. Natürlich geht keiner von denen in Deckung. Was ich schützen würde, aber hey, wen interessiert denn schon Schutz? Das ist so. Schutz ist Luxus. Naja. Den man sich leisten sollte als Soldat. Ach, Mann. Könnten wir nicht einfach diese komischen Hügel sprengen? Das würde es einfacher machen. Hinüber. Wow. Wenn die noch am Rauskrabbeln sind, sind die sehr... Moment, ich kann... Warum ist das nicht verfügbar, verdammt? Ah, der kann das gar nicht. So ein Mist. Schade. Es gibt doch noch irgendeinen, der das genauso kann wie ich. Leute wieder auferstehen lassen. Heilige Scheiße, Sir. Das war eine enge Kiste. Ist alles in Ordnung? Kümmern Sie sich nicht um mich. Ist bei Ihnen alles okay? Ich bin noch auf den Beinen. Aber wir kämpfen jetzt seit 26 Stunden. Keiner von uns hält noch lange durch. Ma'am, wir erhalten ein Signal von einer der Drohnen, die den Boden scannen. Da ist ein großer Hohlraum, etwa 500 Meter unter der Oberfläche. Gut. Das muss es sein. Von dort muss es ausgehen. Aber meine Leute können in diesem Zustand keine Säuberungsoperation auf die Beine stellen. Sagen Sie uns einfach, wo wir lang müssen. Das müssen Sie nicht tun, Commander. Wir haben sie ausgeblutet und halten bestimmt noch eine Weile aus, bis uns ein größeres Schiff von hier abholt. Wenn Sie es versuchen wollen, gebe ich Ihnen die Koordinaten. Aber es ist Ihre Entscheidung. Sie haben unseren Arsch gerettet, Commander. Danke. Sehr freundlich, das zu erwähnen und das in dem Umfang. So, dann schalte ich mal unser Fahrzeug wieder aus. Wir haben Koordinaten erhalten. Rachni besetzte Mine, genau. Das wäre dann wohl unser nächstes Ziel. Auf geht's, ein paar Rachni abschlachten. Besser gesagt wohl eine Bombe reinhauen. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was wir machen. Ich hoffe doch mal, dass das nicht von der unserer Rachni-Tante da ausgeht, die wir freigelassen haben. Das wäre echt schade. Dann müsste ich die am Ende töten. Guck mal, da ist ein... Alles drei direkt beieinander. Das ist doch schön. Jetzt haben wir gleich da unser Element. Oh, Titan. Wunderbar. Wunderbar, Titan, schön teuer. Schön, sehr teuer. Und dann wollen wir noch mal sehen, ob man bei dieser Mine... Oh ja, macht noch Sprünge mit komplett kaputten Reifen. Ja. Ein bisschen Spaß muss man ja auch haben, wenn man dabei in die Luft fliegt. Ich das eben Pech. Apropos in die Luft fliegen, falls ich sterben sollte, fällt mir gerade noch ein. Können wir hier auch mal speichern zwischendurch. Und dann mal sehen. So, jetzt haben wir, konnten wir den Helm absetzen hier in dem Loch. Ach ja, wir kriegen... Na gut. Wir brauchen auf jeden Fall Kurzwaffen, um uns in diesem Loch zu verteidigen. Sonst wird das eher weniger was, wenn die da aus den Wänden gekrochen kommen. Hm, noch scheint hier nichts zu sein. Aber das wird noch kommen. Sonst würden hier nicht die... Überraschung. Wieso habe ich eigentlich die... Ich dachte, ich hätte die Schrotflinte genommen. Ach nee, natürlich habe ich nicht die Schrotflinte genommen. Garrus, komm mal wieder auf die Beine. So, Sprint, 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 Sprint. Ah, ich glaube, es funktioniert nicht. Na dann, Garrus, steh auf. Und... Genau, versuch durch ein Loch in die Kiste zu schießen. Fall doch einfach um. Ich sollte aufhören, meine eigenen Leuten im Weg zu stehen. Das kommt nicht gut. Es gibt nur Schaden. So, jetzt machen wir das gerade von hinter uns. So, ich bin natürlich was soll's. Sieh mal einer an. Wir haben sogar eine Kiste hier, die wir aufmachen können. Hallo, Rachenbrot. So, alle mal in Deckung. Und ihr hört mal wieder nicht auf mich. Aber wenigstens bleibt ihr stehen. Das ist doch schon mal ein relativ guter Anfang für Programmierung. Da drüben ist noch was. Komm schon. Gleich muss ich doch mal haben. Ich wollte schon sagen, viel mehr kann das Ding ja wohl nicht aushalten. Ach ja. So, der erste Tote ist schon zu verzeichnen. Das ist gut. Und dem hat eine Granate unterm Bauch geklemmt. Der sollte auch tot sein, ja. Hatte ich hier noch was? Ah. Hallo, Rachni. Jungs, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, ne? Zwar am Boden und bewegt sich nicht viel, aber besser als nichts tun ist das allemal. Ja, und irgendwas tun ist auch noch besser als auf mich schießen. Mein armes Schild, weil ich die ganze Zeit reparieren muss. Gut. So, da kommen noch welche raus. Ah, ich habe keine Granaten mehr. Ich habe noch eine genommen. Ach, wieso? Einfach mal reichen. Aber nein. Es muss immer weitergehen. Da kommt dann auch noch mehr aus so einem Loch raus. Bis dato waren es ja nur ein Rachni-Kriegerwesen, was da rauskam. Und jetzt dann gerade so viel. Wow, das ist krass. Das ist krass. Oh shit, was ist das denn? Ich habe ein kleines Problem. Ach, die Brutkrieger ist das, okay. So ein klein bisschen in Sicherheit bringen. Ist das Vieh tot? Ich sehe es nicht mehr, es scheint tot zu sein. Auf jeden Fall gerade echt groß und heftig. Könnten da bitte mal so 7, 8 Granaten drin sein? Ach nee. So klappt's ja nicht. So klappt's aber. Nein, leider keine Granaten. Das würde das Ganze einfacher machen. Aber sowas bekommt man ja nicht. Ne? Das ist, naja. Bevor wir da runtergehen, sollte ich mich nochmal hier hinstellen. Ich könnte nochmal gucken. Anzug. Exo. Schild. Ach, schade, wir haben gar nichts anderes. Kampfexoskelett. Härtung, Physiklimit. Yay, ich bin 180% härter. Was auch immer das bedeuten soll. Na gut. So, Tali ist noch, aber die ist ja normalerweise dauerkrank. Und... und Garrus ist irgendwie da. Hochkommen wollen. Holla, dann sterbe ich einfach, oder wie? Oh, Scheibenkleister. Das ist nicht gut. Aber ich krieg's ja alleine weg. Gemäß einer Aufzeichnung der Rachni-Krieger kämpfen die Brutkrieger die männlichen Rachni nur, wenn eins ihrer Nester angegriffen wird. Sie haben die Rachni auf Nepmos ohne Zweifel eliminiert. Aufzeichnung von den Rachni oder über die Rachni? Das ist immer nur so eine... Das ist so ein bisschen... Naja. Und warten, damit man nicht in die Falle läuft. Ah, jetzt haben wir auch ein paar Bio-Verstärker bekommen. Und auch von den Guten. Dieses Savant, oder wie das heißt. Gehört zu den Besseren. Deswegen ist das schon mal nicht schlecht. So. Ach nee, da kommen wir ja nicht. Ach, so ein Blödsinn, den müssen wir ausnoben. Können wir auch die Waffe wegstecken. So. Dann wollen wir noch mal sehen, ob wir hier noch was haben. Ich meine, der Drachennest ist zerlegt. Wir könnten noch mal zurückfahren zu den Soldaten und denen sagen, dass sie jetzt nach Hause können, wenn es denn dann... wenn das das Ziel war. Dass die eben... die Mine irgendwie... Das gibt ja auch keinen Sinn, was ich erzähle, ne? Ja, weil diese müssen ja wegen was anderem hier abgesetzt worden sein. Und wenn es nur als Wachposten ist, dann könnten sie ja jetzt auch gehen, weil die Rachni hier sind. Oder sie hätten gehen können und einfach sagen können, ja, die Rachni bewachen das Ganze schon. Aber es wurde ja auch gesagt, dass die, dass es Schiffe von denen gibt. Nein, da wollte ich doch gar nicht. So. MEDI Exoskelett 10. Genau das wollte ich doch haben. Wieso habe ich das davor nicht gefunden? MEDI Exoskelett. Ja, Gesundheitsregeneration, Giftresistenz und Reduzierung auf Abkühlung. Oh, das ist doch ein... Abkühlung wird... Die Abkühlzeit, hoffe ich doch mal, wird reduziert. Jetzt können wir nochmal hier hingehen. Sehr schnell zu erreichen normal. Moment, hatten wir nicht die Reifen kaputt, als wir reingegangen sind? Wunderbar, dass das wieder repariert wurde. Ein wenig Flipper spielen. Das ist schon witzig. Dann können wir auch nochmal quer fahren. Oh. Moment, es lädt. Sekunde, es lädt und lädt und lädt. Irgendwas stimmt nicht. Oh oh. Wir haben jetzt noch 2 FPS. Ich versuche vielleicht mal... Oder auch nicht. Es scheint zu hängen. Nein, die FPS ändern sich noch. Och nö. Okay, es hängt. Dann sehen wir uns wohl in der nächsten Folge. Ciao.